Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks mit einem Panzer, der doch ein bisschen besonders ist, denn auf dem europäischen Server haben nur Moderatoren diesen Panzer, also kein normaler Spieler, kein Community-Contributor oder sonstiges, sondern nur Forums-Moderatoren haben diesen Panzer, wahrscheinlich auch Wargaming-Mitarbeiter, aber wie gesagt, den kann keiner kaufen, den kriegt man nicht irgendwie durch irgendwelche Codes, sondern Forumsmoderatoren für ihre Arbeit dürfen diesen Panzer ihr eigenen. Deswegen habe ich mir das Ganze mal von dem russischen Server besorgt, wo wir das Ganze jetzt hier sehen. Und der ein oder andere wird natürlich nicht wissen, was ist denn überhaupt die ISO 130? Erstmal fangen wir damit an, es ist ein Tier 8 Premium Panzer mit einem Standard Matchmaking. Und gerade das ist sehr interessant, denn der Durchschlag ist mit 215 okay. Premium-Granate macht mehr Schaden, allerdings nur 187 Durchschlag. Also das ist dann natürlich auch sehr speziell. Ansonsten ist es ein ziemlich identischer Panzer zur ISO 152, außer eben dem maßgebenden Rohr mit 130 statt 152 mm. Dementsprechend auch weniger Schaden mit 490. Allerdings ist die Feuerrate deutlich besser. Und dementsprechend ist auch der Schaden pro Minute höher als bei der ISO 152. So, jetzt schauen wir mal, ob er da auf den CDC, den ersten... Ne, der geht schon mal weg. Der große Unterschied ist auch noch so ein bisschen die Mobilität. Denn die ISO 152 ist ein Ticken schneller, hat nochmal mehr PS und dementsprechend kommt er auch da besser in Tritt. Also da ist die ISO 152 ganz klar besser und dafür allerdings die ISO 130 vom Thema Richtbereich der Kanone ein wenig vorteilhaft, denn die Kanone kann 8 Grad nach unten kommen und nicht nur 6, wie es bei der ISO 152 der Fall ist. Ja, das war's auch schon. Das sind so die großen Details und jetzt schauen wir mal, was er hier machen kann. Ich wollte gerade sagen, jetzt hat er so lange auf den CDC geschossen. Jetzt war es aber dann auch mal Zeit, dass der weg ist. Und da 880 Schaden samt Munitionslager auf dem WZ. Der war mal fein. Und da kann man natürlich ordentlich direkt den Damage boosten, wenn einem so ein Schüsschen gelingt. So, und da jetzt der T-37, der war jetzt aber fällig. 5 zu 4 liegen sie gerade vorne, ist aber noch ganz schön knapp. So, der Rheinmetall hat da ein bisschen rausstibitzt. Natürlich, man sieht hier, hätte er jetzt HE vorgeladen. 640 Schaden, das wäre schon ganz schön nice. Jetzt bleibt auch erstmal bei HE. Und deswegen da noch 164. Nächste ist wieder dann seine normale Munition. Weil klar, bis auf den Rheinmetall ist jetzt HE nicht so geil und jetzt nimmt er dafür den Revalorisé raus mit 287. Der CDC, da hätte man jetzt auch wieder gerne noch eine HE-Granate im Rohr, aber 484 Schaden nimmt man auch so gerne mit. Ja, jetzt nochmal der Blindshot. T34-1 kommt er jetzt vorgefahren und oh, das war aber letzte Rille, dass er den dann noch trifft. Sehr schön. So, jetzt ein bisschen zu weit vorgehalten. Oh, da als auch wieder mal die HE-Granate, der AMX wird sich auch denken, was ein Noob,
Du siehst mir hier die ganze Zeit mit HE. Jetzt hat er da nochmal einen. Wie gesagt, der ist eigentlich für den anderen Franzosen gedacht gewesen, nämlich den CDC. Und jetzt mit 10 zu 12 wird es hier auch langsam eng. Aber vielleicht ging die Granate dann doch nochmal ins Ziel, wo er es gebraucht hat. Da ist jetzt ein Indian. Da ist jetzt seine Gun Impression übrigens sehr von Vorteil. So, und jetzt steht er hier sicher mit Tarnnetz und Scherenfernrohr und wartet der Dinge, die denn da kommen. So, jetzt kommt der CDC hier gleich ein bisschen vor. Der IS-3 wird auch irgendwann mal von der Seite kommen. Jetzt der CDC. Oh, jetzt hat er den aber schön weggemacht. Jetzt muss er aufpassen, ist da nämlich offen. Der AMX von vorne kann da jetzt in seine Richtung schießen. Aber da kommt irgendwie nichts an. Also es scheint alles gut zu gehen hier für ihn. So, jetzt kommt der AMX und oh ja, direkt eine 516er Begrüßungskeule da ins Gesicht gestopft. So muttert. Und da wartet er jetzt auf dem freien Feld auf seine Exekution. Ein interessanter Move vom 50-Hunderter an der Stelle. Und jetzt kam hier der Jagdpanther mit vollem Karacho an, aber das konnte er abwenden, weil er gleich zurückgeballert hat. So, jetzt der IS will da unbedingt den T-34-85 haben, hat ihn auch bekommen, aber damit hat er sich jetzt in die Situation manövriert, dass er jetzt mit einem Schuss beseitigt werden kann. Und das ist auch der Showdown gleichzeitig. Mano a mano. 8 Kills hat er, also die Radley Walters hat er sich auch mal sowas von gesichert. Leider keine Pools mehr drin. So, jetzt muss er da noch ein Stück. Jetzt hat der IS-3 geschossen. Das ist seine Chance, da jetzt noch drauf zu fahren. Aber nee, der IS-3 ist da nicht doof. Der macht es schon auch nicht schlecht, muss man ihm da zugestehen. Jetzt hat er ihn hier gekettet. Bringt ihm halt nur nichts. Oh, das ist eine gute Idee. Oh, sehr schön. Und jetzt hat er eine letzte Granate. Das gibt's ja nicht. Mit der letzten muss er es jetzt machen. Nein! Nein! Deswegen verliert er das Game jetzt? Och, Mensch! Ja, wie schade ist das denn? Trotzdem muss man sagen, eine super Runde. Die war wirklich sehenswert mit einem Panzer, den man nicht so häufig sieht. Und am Ende, wo wirklich da herzzerreißend war. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.